Guten Morgen und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in einer Sektion der Formationsdata am Dienstag, dem 7. Juli 2015. Bevor wir gleich auf den DAX schauen, ein kurzer Blick auf einen Wert unserer Bärenliste. Sie wissen, wir sortieren die Werte erst fundamental und traden sie dann technisch, auch aus edukativer Sicht für Sie interessant. Hoch, tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief. Eine Hauptbewegung, dann wird diese Hauptbewegung konsolidiert, das ist eine Art Bärenflagge. Wenn ich es jetzt nach oben kopierte, kann man es sehr gut sehen. Wird bärisch aufgelöst und dann hier Unterstützung, schauen Sie, das ist an der 60-Dollar-Marke, wir geben die 60 Dollar auf, bleiben liegen. Was meinen Sie, wie viele Leute dann denken, ah ja, hier Hammer kaufen? Nee, in Richtung des übergeordneten Trends unterhalb der wichtigen horizontalen Unterstützungszone. Der Markt fällt durch, kommt am nächsten Tag wieder dahin, kann man einen ganz engen Stop arbeiten. Das ist nämlich das, worauf es ankommt. Ganz enger Stop von vielleicht, zeig Ihnen, wo der Stop lag. Hier lag nämlich mein Stop von 2%. Und was macht der Markt? 7,5%. Das ist ein super Chance-Risiko-Verhältnis und der hat hier noch Potenzial für eine Fortsetzung. Die Werte von unserer Bären- und Bullenliste erhalten jede Woche die Absolventen unseres Mentorprogramms. Der Blick auf den DAX. Und hier ist auch eine Trendlinie gebrochen, die ich für eine sehr signifikante Unterstützung gehalten habe. 1, 2, 3-mal Berührung, gescheitert, durchgegangen, draufgesetzt. Riesenstarke bullische Bewegung, dann wieder draufgesetzt, wieder einen starken Bounce gemacht und dann aber wieder sofort zurückgekommen. Natürlich das Ganze auch politisch getriggert. Wir gucken uns hier den Chart an. Und gestern, wenn ich das hier ganz nah ranzoome, ob das so sauber bleibt, abzuwarten, wir schließen exakt auf der falschen Seite dieser Trendlinie. Eine sehr wichtige Unterstützungslinie, die gebrochen scheint. Ich persönlich würde mich hier an dieser horizontalen Marke bei 10.780, bei 10.750. Daran würde ich mich eher orientieren an diesen Schatten, weil ich glaube, dass viele Profis diese Trendlinie haben, aber viele Kleinanleger werden mit dieser Zone arbeiten und deswegen wird es eher so sein, dass unterhalb der 10.750 Dynamik aufkommen sollte. Wichtig ist, diese Trendlinie zeichnen wir mit klarer Systematik. Das ist nicht so, dass ich mir das jetzt vorstellen kann und deswegen einzeichnen. Es gibt eine ganz klare Regel dafür. Wir haben eine Verkaufsformation in der Stochastik. Das Momentum zeigt nach unten. Ich habe Ihnen gestern gesagt, Leute, wir haben hier eine Lücke nach unten gemacht. Der Markt ist extrem politisch. Und ich wäre vorsichtig, jetzt hier noch additiv short in diesen Markt reinzugehen. Alles, was der Markt in Richtung 10.090 und 11.000 machen sollte, ist eine potenzielle Short-Möglichkeit. Denn was haben wir denn hier? Unterstützung, 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 bärisch aufgelöst worden. Und da kommen wir dann gestern zweimal hin und beide Male wird dann der Markt abverkauft. Technisch gesprochen hat der Markt das Potenzial, auch heute wieder hier hinzulaufen in Richtung 11.000. Nach meinem Dafürhalten ist das eine Short-Zone. Es ist auch möglich, dass der Markt sogar hier diese offene Lücke ganz schließen will und sogar in Richtung 11.060, 11.100 laufen möchte. Eher wahrscheinlich ist, dass spätestens hier in dieser Zone wieder die Bären in den Markt kommen und wir wieder in Richtung dieser Tiefs laufen. 10.800. Und wenn das bricht, dann eine Fortsetzung wahrscheinlicher. Das sieht wiederum so aus. Hier hatten wir ja schon eine nicht klassische Bärenflagge, weil das ist die Stange und das ist die Flagge. Und innerhalb der Flagge gehen wir über die 61,8% Retracement-Marke. Das könnte jetzt im Kleinen wieder eine Flagge werden. Das ist die Stange und das ist die Flagge und dann gibt es eine Fortsetzung. Unterhalb der 10.750 hat der Markt das Potenzial, an die untere Begrenzung dieser großen übergeordneten Bullenflagge zu laufen. Hier habe ich die obere Linie weggenommen und die untere ist im Bereich von 10.500. Das wäre dann das Ziel. Erst wenn der Markt es schafft, hier die 20-Tage-Linie aus dem Weg zu nehmen, das ist im Bereich von 11.180, dann haben wir Potenzial F250, 11.3, 11.380 und 11.4 zu machen. Ich würde mich jetzt im Moment noch nicht mit diesen oberen Marken beschäftigen, solange wir hier noch unterhalb der 20-Tage-Linie sind. Erstens. Zweitens, natürlich bleibt die Börse weiterhin politisch. Nicht nur, dass wir heute Abend FOMC-Protokoll haben,
Wahrscheinlich wird da jetzt aber nicht so viel passieren, weil es gibt keine Pressekonferenz. Das Wesentliche wurde beim letzten Mal gesagt, dass die Kurve des Zinsanstiegs etwas flacher gestaltet werden möchte. Was wir aber haben, ist Telefonkonferenz in Europa. Ob das dann irgendeine Nachricht gibt, die dem Markt gefällt oder nicht, das weiß ich nicht. Rein technisch scheint der DAX angeschlagen. Ich sage Ihnen ja immer wieder, in Europa, in Amerika müssen wir gucken, wie stark sind die Finanzwerte. Sind die Finanzwerte stark, dann ist auch der übergeordnete, aufwärtsgerichtete Trend stark. Was aber nicht heißt, dass die Finanzmärkte am stärksten sind. Sind die Finanzmärkte schwach, muss man vorsichtig sein. Wenn wir uns hier angucken, DAX-Sektor, All Banks. Also nicht nur die drei großen, sondern da sind auch noch so die kleineren mit dabei. Dann haben wir hier auch eine Art Bullenflagge. Und die ist diese unterstützende Linie. Unterstützung, 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 Unterstützung ist bärisch aufgelöst worden. Wenn ich jetzt die obere Linie kopiere, zur Verteidigung der Bullen kann man jetzt sagen, okay, hier ist noch eine Linie, die nicht gebrochen ist. Was aber auf jeden Fall der Fall ist, ist 200-Tage-Linie. Unterstützung, 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 Unterstützung und wir fallen durch. Und wir kriegen sogar noch mehr Volumen. Wenn ich Ihnen zum Beispiel, wo habe ich die europäischen Indizes? Da. Banken, europäische Banken-ETF zeige, kann man vielleicht auch in der Woche ganz gut sehen. Das ist die Stunde, verzeihen Sie bitte. Wenn ich Ihnen das so in der Woche zeige, wir hatten eine trendbegrenzende Linie. Hier Widerstand, Widerstand, Widerstand. Durchgegangen, setzt auf, setzt auf, setzt auf. Rallye-Chancen, 20-Wochen-Linie, jetzt fallen wir drunter. Und wie fallen wir drunter? Wir fallen leider mit mehr Volumen drunter, hier. Ich persönlich tue mich schwer, jetzt hier Short zu traden, eben weil gerade es Verhandlungen gibt und wir nicht wissen, was mit Griechenland passieren wird. Jeglicher Pullback, rein technisch gesprochen, hier in Richtung dieser Linie, hat das Potenzial, wieder in Richtung der 200-Tage-Linie zurückzulaufen und an diese ehemals trendbegrenzende und trendunterstützende. Bis hier unten hin sind 7%. Wir haben ja beim DAX selbst eine wirklich klitschko-kleine Short-Position reingenommen, ganz bewussten Risiko, weil man sich klar machen muss, die können heute Abend schon sagen, ja, okay, es sind gute Vorschläge aus Griechenland gekommen und die sind vielversprechend und dann könnte der DAX morgen wieder 2% machen. Darüber muss man sich bitte im Klaren sein. Technisch aber scheint nicht nur der DAX angeschlagen zu sein, nicht nur die deutschen Bankwerte angeschlagen zu sein, sondern auch die europäischen Bankentitel und deswegen bin ich persönlich im Moment mehr als vorsichtig auf der Long-Seite, mir hier Setups zu suchen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, gegen Mittag wird Silvio für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Dann haben wir heute Abend um 18 Uhr die neue Ausgabe zu den Rohstoffen. Unser Devisen-Chief ist wieder da, Tom. Und dann gibt es um 23 Uhr die schriftliche Ausgabe zu den Forex-Märkten. Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie ganz herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Mein Name ist Hamed Esna Aschari.